Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Video Nummer 2. Heute Mittag bzw. heute Nachmittag kam ein kleines FAQ, was ich gestern angekündigt habe. Aber natürlich, Jungs, Mädels, ich will natürlich nicht, dass ihr ohne FIFA-Content heute den Tag abschließt. Ich wünsche euch natürlich nochmal alles, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, einen schönen Valentinstag. Ich hoffe, ihr verbringt ihn ganz entspannt. Ich natürlich mal wieder vor der Kamera. Aber hey, was mache ich nicht alles für euch? Und wir wollen heute die Top-Partien abschließen. Ihr habt richtig gehört. Nicht predikten, sondern abschließen, denn EA hat eine Top-Partien-Challenge rausgehauen zu den Europa League und Champions League-Spielen. Und die wollen wir natürlich machen, ne? Und ich muss sagen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Deswegen kam da auch keine Prediction, ne? Ich weiß auch nicht, ob nächste Woche oder diese Woche noch überhaupt nochmal Top-Partien kommen werden, ne? Aber wenn ihr trotzdem eine Prediction sehen wollt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und da wir ja gestern wirklich die 600 Likes geknackt haben, locker easy, hat jemand reingeschrieben, 600 Likes, super einfach. Na, da erhöhen wir das jetzt einfach und gucken mal, wie weit wir das insgesamt schaffen werden. Also Jungs, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Lasst mal 700 Likes da. Wir werden das Ganze jetzt ganz entspannt erhöhen. Und ich bin gespannt, wie weit meine Community da mitmacht. Also 700 Likes wären sensationell. Vielen, vielen Dank für das gestrige Video, diesen Support. Viele von euch haben ja wirklich gefragt, hä, wo ist denn jetzt der heftige Spieler oder sonst was? Ich habe in den Titel im Übrigen ein Fragezeichen gesetzt. Deswegen, dass es vielleicht sein könnte. Ich habe nicht gespoilert oder sonst was. Es war wirklich ein XXL-Pack-Opening. Dahingehend auch dieser Titel. Und deswegen seid mir da nicht ganz so böse. Beziehungsweise man muss ja auch mal gucken, wenn ich jetzt einfach reinschreiben würde. Ganz normal Pack-Opening, Deutsch, FIFA 17, Ultimate Team. Wer will das von euch angucken? Seid mal ehrlich. Gar keiner. Deswegen seid mir da wirklich nicht böse. Deswegen starten wir direkt mal rein. Und ich sage sehr, sehr oft deswegen. Egal. Wenn ihr mir noch auf Instagram und Twitter noch nicht folgt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ich würde mich freuen, wenn wir dort ordentlich noch Follower dazu bekommen. Aber jetzt lange genug rumgeschnackt. Auf geht's. Top-Partien sind am Start. Benfica gegen Dortmund. Bayern gegen Arsenal. Legia Warschau gegen Ajax Amsterdam. Und der SC Anderlecht gegen Zenit St. Petersburg. Die schließen wir jetzt ab und wir bekommen richtig, richtig geile Sets. Die werden wir natürlich dann auch noch zum Schluss öffnen und ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen Packluck haben. Reingehen wir mit der ersten Partie. Benfica Lissabon gegen Borussia Dortmund. Wir bekommen ein Premium Goldspieler Set, heißt sozusagen ein 25k-Set. Wir brauchen mindestens einen Spieler von Benfica Lissabon, einen Spieler von Dortmund. Wir brauchen Spieler aus derselben Liga, maximal 6. Selten mindestens 3, Teamgesamtbewertung von 79, Teamchemie von mindestens 90. Ihr seht, wir haben eine 95er Teamchemie, liegt aber auch immer wieder daran, ich kann es nur immer wieder sagen, dass viele Spieler bei mir Erstbesitzer sind, heißt sozusagen. Guckt wirklich, ob ihr die gleiche Bewertung habt von einem anderen Spieler, den ihr gerade im Verein habt, denn sonst müsstet ihr sogar, wenn mich nicht gar ist, durch den Loyalitätsglitch anwenden, denn das Team würde sonst nur auf eine 85er Chemie bringen oder kommen. Deswegen immer mal wieder gucken, was haben wir bezahlt? Wie ihr seht, wir haben für die Challenge fast gar nichts ausgegeben. Benaglio, Erstbesitzer, genauso Gomez, Dost, Johnson, Goretzka, André, Salvio, Oscipka und Subotic, des Weiteren Marcelo und Hugo Almeida. Wenn es Hugo Almeida wäre, aber den kennen vielleicht noch viele von euch. Nein, nur mal der ganze André Almeida. Aber das müsste alles gewesen sein. Ich denke, ihr habt das alles ganz gut durchschaut. Und deswegen setzen wir das ganze Ding ab. 25k-Set nehmen wir sehr, sehr gerne mit und hoffen natürlich, dass wir vielleicht was Gutes ziehen werden. Es ist ja noch das Team der Woche zu ziehen mit Eden Hazard, Mertens, Lukaku. Mal schauen. Weiter geht's dann mit Bayern Arsenal, die wahrscheinlich schwierigste Challenge hier, denn wir bekommen hier ein seltenes Goldset. Und dieses seltene Goldset, genau in dem hatten wir Suarez drin. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja wieder Glück. Wir brauchen insgesamt einen Spieler von Bayern, einen Spieler mindestens von Arsenal. Liegen mindestens 3, selten mindestens 4. Teamgesamtbewertung von 81, Teamchemie von 85. Und da gehen wir direkt mal rein und schauen uns an, was haben wir hier so drin. Wir haben auf jeden Fall erstmal uns ausgemacht, oder ich habe mir überlegt, wir holen uns erstmal Trapp rein. Deutscher Keeper, es gibt deutsche Innenverteidiger in der Premier League, passt perfekt. Trapp, Erstbesitzer genauso, Baston,
Barclay, 1500 Münzen, die ich bezahlt habe für ihn. Erstbesitzer Walker, Sam, 400 Münzen. Erstbesitzer Hut, Kimmich Erstbesitzer, Clichy Erstbesitzer, 3200. Für Mustafi Erstbesitzer, Bartra, Koke Erstbesitzer und Trapp habt ihr schon gesehen. Haben wir insgesamt jetzt ausgegeben für diese Challenge 4700, 5100 Münzen. Passt eigentlich meiner Meinung nach soweit. Insgesamt auch nur allgemein ausgegeben 5100 Münzen für zwei Challenges. Sehr, sehr geil. Send mir sehr, sehr gerne ab das Ding. Auch hier wieder drauf achten. Loyalität. Immer wieder drauf achten. Legia Warschau gegen Ajax Amsterdam. Unsere nächste Challenge, die wir haben werden. Wir bekommen ein Jumbo Premium Gold Set. Also ein 15k Set für mindestens ein Spieler von Legia Warschau. Mindestens ein Spieler von Ajax Amsterdam. Nationalität maximal 4. Teamgesamtwertung 75. Teamchemie 85. Anzahl der Spieler im Team müssen es natürlich 11 sein. Gehen wir direkt mal rein. Erstbesitzer Zaluschka. Weiter geht's mit El Chero Elia. Erstbesitzer genauso wie De Jong. Und Schöne. Van Ginkel Erstbesitzer, Barazite Erstbesitzer, Henriks Erstbesitzer, Dix Erstbesitzer, genauso Pavelec und Vilusch. Des Weiteren Jetrecik. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig auch. Genauso Erstbesitzer und Zaluska auch. Also wir haben für die Challenge überhaupt nichts bezahlt. 15k-Set für 0 Münzen, weil wir einfach mal die ganzen Spieler schon im Verein hatten. Nehmen wir sehr gerne mit. Ich denke, da habt ihr eigentlich auch nichts dagegen. Weiter geht's dann mit der letzten Challenge. RSC Anderlecht gegen Zenit St. Petersburg. Was müssen wir machen? Was bekommen wir? Wir bekommen wieder ein 15k-Set. Brauchen mindestens einen Spieler von Anderlecht, einen Spieler von Zenit St. Petersburg. Vereine müssen es genau 11 sein. Teamgesamtbewertung 76, Teamchemie 85, Anzahl der Spieler im Team müssen es 11 sein. Hier müsst ihr wirklich drauf achten, Loyalitätsglitch unbedingt beachten, weil wir haben hier 9 Spieler mit einem Loyalitätsbonus. Das bedeutet, wir haben hier nur eine 85er Chemie, eigentlich aber nur eine 76er Chemie. Man kann hier vielleicht noch ein bisschen was umstellen, wenn man jetzt sagt, man setzt den hier auf RS, geht er glaube ich auf eine 5er Chemie hoch. Aber versucht darauf zu achten, dass ihr viele verschiedene Russen nehmt bei dieser Challenge, weil wenn wir Russen nehmen aus der russischen Liga, die spielen fast in jedem Verein, wenn wir hier statt Taski noch einen anderen russischen Spieler nehmen aus einem anderen Verein, würde man denke ich mal auch auf eine bessere Chemie noch insgesamt kommen, weil dann unser ZDM noch ein bisschen bessere Chemie bekommt. Wir können natürlich auch auf die Nation dann hier vorne achten, deswegen immer wieder gucken, Loyalität beobachten und beachten, das ist ganz, ganz wichtig. Wir senden das ganze Ding ab, indem wir aber uns erstmal angucken, was haben wir bezahlt. Chanaev, Erstbesitzer, Milicevic, Erstbesitzer, Rafaelov, auch Erstbesitzer, Hani für 600 bezahlt, Naranjo, Erstbesitzer, 400 für Dosevi, Gacinski, Erstbesitzer, Tschirkov, Erstbesitzer, Taski, Beruchiki und Kuzmin genauso, also die Namen auszusprechen ist ziemlich schwer. Muss ich echt mal sagen, aber okay, Hani habe ich im Übrigen schon vorher gekauft gehabt, irgendwann mal wegen der Algerien Challenge, falls Mahrez kommt. Kam ja dann leider als Man of the Match. Aber okay, wir haben das ganze Ding abgeschlossen, senden das Ding weg. Es sind noch 3 Tage verbleibend, wenn ihr das die Challenge seht. Nicht gleich nachbauen, sondern macht euch Gedanken. Ihr habt 3 Tage Zeit, vielleicht sinken die Preise auch noch ein Stück weit. Und schon wieder ist mein Akku leer gewesen, beziehungsweise meine Kamera voll gewesen. Es tut mir leid, aber wie ihr vielleicht schon im Hintergrund gesehen habt, haben wir noch ein Prime Gold Spieler Set bekommen. Wir haben jetzt die Kamera wieder ein bisschen aufgeladen, ein bisschen was gelöscht. Wir wollen natürlich jetzt ein bisschen was ziehen. Wir haben richtig geile Sets hier zur Verfügung. Wir starten rein, 2 15k Packs. 15k Pack Nummer 1, mal gucken, ob wir ein bisschen Packluck haben werden. Ich bin gespannt. Hat man ja gestern nicht ganz so sehr. Aber mal gucken. Hier Tim Howard drinne. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wird alles gespeichert für die nächsten SBCs, die kommen. Und ich glaube, Amrabat ist definitiv ein bisschen was wert durch die Dele Alli Challenge. Lasst uns mal reingucken. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Das sind mindestens 5000 Münzen. Die nehmen wir sehr gerne mit. Packen wir auf jeden Fall auf den Transfermarkt. Den Rest nehmen wir mit. Rein geht's ins nächste Pack, was wir hier haben werden. Den Rest stoßen wir eben ab, den brauchen wir wirklich gar nicht. Weiter geht's, danke Handy, mit dem nächsten Pack, was wir hier haben werden. Und wieder ist es nur ein seltener Spieler und das ist von River Plate, D'Alessandro, 5-Sterne-Skiller. So, ich mache erstmal mein Handy ein bisschen leiser, ist glaube ich besser so. Mal gucken, D'Alessandro, Verhaag haben wir noch drin, sonst sieht das nicht so optimal aus. Wir gehen direkt weiter. Finisher, Gladiator ist okay, Juventus Turin Wappen, dass er in der kommenden Saison anders aussehen wird. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal rein. Weiter geht's mit dem Premium Goldspieler Set. Auf geht's. Komm schon, was Geiles wollen wir auf jeden Fall in den nächsten 2 Packs oder 3 Packs noch ziehen. Hier haben wir leider nichts Geiles. Jetzt ziehen wir aber einen von Zenit St. Petersburg und zwar Danny.
83er Gesamtbewertung, können wir ja mal reingucken. Vielleicht ist der Junge sogar ein bisschen was wert. Dazu haben wir noch Rose von Tottenham. Der ist, glaube ich, auch nicht so wenig wert. Also Danny auf jeden Fall schon mal nicht. Rose, haben wir vielleicht Glück? Ja, sehr gut. 3500 Münzen, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Den Rest speichern wir im Verein ab. Was haben wir noch drin? Wird nichts wert sein. Abstoßen. Abstoßen ist die Devise. Jetzt seltenes Gold sind. Da hat man Suarez drin. Nochmal Vollgas geben. Wer es noch nicht gemacht hat, kann mich gerne abonnieren. Heute gibt es leider kein Walkout. Es wird leider auch keine große Sternstube. ZDM von der AS Roma. Und zwar ist das De Rossi. 83er Gesamtbewertung, auch nicht ganz so schlecht. Ich habe ja den SBC De Rossi. Der ist unfassbar krank stark. Also wirklich, den kann ich euch unfassbar stark eigentlich nur empfehlen. Wenn ihr ihn euch geholt habt damals, kann ich euch ihn wirklich nur empfehlen. Prime Gold Spieler Set. 45k Set. Ich bin gespannt. 6 Gold. Ne, 6 seltene. 10 Gold, 12 Spieler. Ich bin gespannt. Auf geht's. Oh mein Gott, Packluck ist nicht ganz so am Start. Wenigstens nochmal eine größere Sternstube. Das ist Arda Turan, 84er Gesamtbewertung vom FC Barcelona. Unser bester Spieler, aber nicht der wertvollste. Denn das war Amrabat. Bei der Arabi haben wir noch drin, Caballé, Schmelzer, Jonathan Tah und sonst ja. Wir können mal gucken, vielleicht ist Turan was wert. 40.000 ist die Price Range. Also wer diese Price Range gesetzt hat, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. San Jose wird wahrscheinlich auch nichts weiter wert sein, so sieht's aus. Speichere mal alles im Verein. Wenn euch das Spiel, wenn euch das Video gefallen hat, wir können noch mal ganz kurz gucken, ob Kapu eh irgendwas wert ist. Leider nicht. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass wir morgen uns wiedersehen zum nächsten Video. Vielen, vielen Dank für euren Support. 700 Likes, ballert ihr raus. Ich bin gespannt, ob ihr das schaffen. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.